Gemeinsam werden nach der Statistik des Statistischen Bundesamtes und des Deutschen Krebsforschungszentrums auf knapp 80 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Diese Zahlen sind frappierend und sie zeigen dringenden Handlungsbedarf auf. Unser Ziel muss sein, dass wir insbesondere denen, die vor der Entscheidung stehen, ob sie zur Zigarette greifen oder nicht, dieses vergällen. Wir wollen nicht die Entscheidung des Einzelnen ihm abnehmen. Erwachsene Menschen müssen in den Punkten auch selbst entscheiden. Aber wir wollen denen, die auf dem Weg dorthin sind, zu dem, was ich beschrieben habe, einen guten Rahmen bieten, dass sie sich nicht für das Rauchen entscheiden, sondern dass sie Nichtraucher bleiben. Das heißt, wir müssen einerseits die gesundheitlichen Gefahren nüchtern beschreiben, aber die nüchterne Beschreibung stellt allein noch keine persönliche Bewegtheit dar. Mein Ziel ist es deswegen, neben vielen Detailregulierungen auch erkennbar den Hinweis, ja, den emotionalen Hinweis und Anreiz für alle zu geben, lasst lieber die Finger davon. Nun ist eines der Mittel Textbildwarnhinweise, heißt das dann. Das sind keine schönen Bilder, die aus den medizinischen Fachblättern sein könnten. Offene Raucherbeine, Lungen, schwarze Zahnstummel. Die Entscheidungen für den Einzelnen bleiben trotzdem bei ihm. Wir haben auf europäischer Ebene jedenfalls Nachdenken mit diesen Warnhinweisen jetzt zur Grundlage in der Richtlinie gemacht. Und wir wollen dieses Tabakerzeugnisgesetz heute umsetzen. Ich will noch mal sagen, mein Ziel ist, dass die, die noch nicht begonnen haben mit dem Rauchen, dass die nicht verführt werden. Deswegen war der erste Teil der Diskussion und der Gesetzgebung in diesem Zusammenhang, dass ich gemeinsam mit Kollegin Schwesig eine Änderung des Jugendschutzgesetzes auch im Hinblick auf E-Zigaretten und E-Sischers, ich werde darauf noch kommen, mit wir jetzt in das Gesetzblatt gebracht haben. Der Deutsche Bundestag hat sich ausführlich mit diesem Thema befasst. Herzlichen Dank. Wir werden jetzt im zweiten Schritt mit der Umsetzung des Tabakerzeugnisgesetzes wirksame Regelungen zum gesundheitlichen Verbraucherschutz vorlegen. Sie haben heute in zweiter, dritter Lesung den Gesetzentwurf zur Beratung aufgesetzt. Und ich bedanke mich dafür, dass wir damit auch in einer zeitlichen Stimmigkeit und in der Möglichkeit dessen, was wir tun können, auch für Sicherheit, für Rechtssicherheit mitsorgen. Wir setzen die Tabakproduktrichtlinie, mit Sorgfalt, aber auch mit Augenmaß um. Das heißt, dass wir auch festhalten müssen, dass Tabak und Tabakerzeugnisse keine verbotenen Produkte sind. Deswegen hat auch die Wirtschaft den Anspruch darauf, Rechtssicherheit zu bekommen. Wir leisten das. Ich gebe zu, dass die 2,5 Jahre Zeit, die die Europäische Union gebraucht hat, um die Tabakproduktrichtlinie umzusetzen, auf den letzten Metern schon Schwierigkeiten auch bereiten kann. Wir mussten leider fast 2 Jahre warten, bis die Kommission die technischen Daten herausgegeben hat. Und dann war noch bei einer sogar die deutsche Grammatik nicht beachtet worden und musste noch mal wiederholt werden. Das heißt für mich nur, dass wir immer deutlicher für Deutsch als Amts- und Arbeitssprache in der Europäischen Union arbeiten sollten. Vielleicht auch hilft es dem einen oder anderen in der Kommission weiter, die deutsche Sprache auch bei Warnhinweisen richtig zu machen. Nun haben wir sie.
Und wir werden das beschränken auf diese wirklichen, lassen Sie mich sagen, Einstiegsdrogen. Zigarren sind keine Einstiegsdrogen. Deswegen werden wir uns bei den Warnhinweisen insbesondere auf diese Bereiche konzentrieren. Wir wissen und wir wollen, dass wir bei der Umsetzung mit den Zusatzstoffen auch nach wissenschaftlicher Bewertung, aber deutlicher Bewertung dann Zusatzstoffe entsprechend nicht mehr zulassen werden. Das griffigste und bekannteste ist die Mentholzigarette, die wir bis zum Jahr 2020 noch in einer Übergangsfrist akzeptiert wird, die dann nicht mehr sein wird. Und das ist deswegen, weil wir feststellen wissenschaftlich, dass mit solchen Aromastoffen der Anreiz dazu zu rauchen, ja, die hat es mindestens, die gibt es, soweit mir bekannt ist, hat Helmut Schmidt bis zum Schluss Mentholzigaretten geraucht, dass die Gewöhnung, ich will, der bekannteste Raucher, nicht jeder leidet darunter, kann auch in hohes Alter erreichen, aber wir müssen verhindern, dass durch Aromastoffe ein leichterer Übergang zur Sucht entsteht. Und deswegen haben wir uns hierfür in der Umsetzung der Richtlinie entschieden. Wenn wir bei der Regelung und dem roten Faden bleiben, dann will ich zum einen sagen, auch wenn die Frist jetzt knapp ist, eine Übergangsfrist von einem Jahr zum Abverkauf der noch nach altem Recht produzierten Zigaretten und Tabakwaren wird stattfinden, das heißt bis zum 20. Mai 2017. Und das mag erleichtern, für den einen oder anderen mittelständischen Betrieb ist das schon eine große Herausforderung, diese technische Umstellung mit zu erreichen. Wir werden E-Sichas und E-Zigaretten mit einbeziehen. Nicht nur, aber auch unterstützen, weil der Bundesgerichtshof erst vor kurzem quasi vorauseilend zur jetzigen Gesetzgebung die mit Tabakprodukten gleichgesetzt und gleichgestellt hat. Wir müssen verhindern, dass über die Möglichkeit, mit E-Sichas und E-Zigaretten Umwege zu organisieren, dass der Tabakkonsum im Ergebnis doch nicht sinkt. Kollegin Mortler, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, kann in den Details über diese Berichte, man lese ihre Berichte nach, die sie jährlich abliefert, für uns, welche Probleme und Gefahren daraus bestehen. Deswegen hat das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg uns auch sehr unterstützt in dieser Richtung und in diesem Weg. Es geht um gesundheitlichen Verbraucherschutz und darum, dass auch Werbung für die Zigaretten in den Bereichen, wo sie allgemein zugänglich sind, nicht mehr stattfinden. Das tun sie ja seit 2006 bereits in Zeitungen, im Fernsehen, in Medien ist es nicht mehr erlaubt. Wir werden in einem weiteren Gesetz über die Umsetzung einer WHO-Richtlinie für die Außenwerbung und Kinowerbung zu sprechen haben. Die werde ich nach der Notifizierung durch die Europäische Kommission zeitnah vorlegen. Es geht nicht darum, niemandem die Möglichkeit des Erwerbs zu geben. Es geht darum, denen, die bisher nur einen Geschmack und eine Idee bekommen, diese Idee und den Geschmack zu vergällen. Herzlichen Dank. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hier in der Debatte über die Umsetzung einer Richtlinie der EU über Tabakerzeugnisse. Jetzt hat aber erstmal das Wort Bundestagsvizepräsidentin Schmidt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das Ergebnis der namentlichen Abstimmung hat. 429, mit Nein haben gestimmt 147, Enthaltungen 4. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Das Wort hat jetzt der Kollege. Und da haben Sie es gehört. Asylpaket 2 hiermit also auch durch den Bundestag verabschiedet mit der erwarteten großen Mehrheit. Auf die Details gucken wir vielleicht im Laufe des Tages nochmal. 429 Ja-Stimmen, 147 Nein, 4 Enthaltungen, 580 haben mitgemacht. Das ist auch eine ganz gute Quote. Und wir kommen zurück auf das, was hier diskutiert wird. Morgen redet ja nochmal der Bundesrat über das Asylpaket 2. Das wollte ich an dieser Stelle doch noch loswerden. So, jetzt der Blick auf das,
was hier im Plenum passiert, eben die Umsetzung einer EU-Richtlinie über Tabakerzeugnisse und verwandte Produkte, so heißt das. Und es geht in erster Linie mit sogenannten Schockfotos und größeren Warnhinweisen zu versuchen, insbesondere Jugendliche vom Einstieg in den Tabakkonsum oder ähnliche Erzeugnisse abzuhalten. Der Gesetzentwurf, das will ich Ihnen noch mit auf den Weg in diese Debatte geben, sieht vor, dass 2/3 der Vorder- und Rückseite von Zigaretten und Drehtabakpackungen für Warnbilder und zusätzliche Hinweise bedruckt werden. Außerdem müssen Aromen, die den eigentlichen Tabakgeschmack überdecken, vom Markt verschwinden. Und da gilt lediglich für Mentholzigaretten eine Übergangsfrist. Jetzt steigen wir in die Debatte wieder ein und es spricht Frank Tempel für die Linksfraktion und er ist drogenpolitischer Sprecher dort. Davon überzeugt, dass auch standardisierte Verpackungen zum Beispiel einen noch größeren Effekt erzielen könnten. Zweites Beispiel. Um den Zigaretten-Schwarzmarkt zu bekämpfen, sollen Verpackungen fälschungssicherer gemacht werden. Richtige Maßnahme, denn strenge Verbraucherschutznormen werden natürlich nur von denen beachtet, die legale Produkte in den Umlauf bringen. Drittes Beispiel. Es wird mehr Einschränkungen bei der Werbung für Tabakprodukte geben. Dazu gehören Hörfunkwerbung, die Werbung in Druckerzeugnissen, Verbot von Sponsoring und so weiter. Und genau an der Stelle muss ich nun leider mit dem Positiven aufhören. Denn natürlich, wenn ich sage, Werbemöglichkeiten für Tabakwerbung werden eingeschränkt, dann heißt das natürlich, bestimmte Formen der Werbung wird es weiter geben. Und ich darf noch mal gegenüberstellen, durch den Konsum von Tabakprodukten verzeichnen wir mehr als 100.000 Tote jedes Jahr. Und bestimmte Formen der Werbung werden weiter erlaubt werden. Tabakprodukte dürfen weiter beworben werden. Das ist ein Paradoxum, was überhaupt nicht zu erklären ist. Meine Damen und Herren, wer Geld für Werbung ausgibt, erwartet selbstverständlich, dass dieses Geld durch Gewinn einen höheren Umsatz wieder erwirtschaftet. Tabakwerbung erhöht den Umsatz von Tabakprodukten. Tabakwerbung konterkuriert alle anderen Maßnahmen, die zur Konsumprävention eingesetzt werden. Tabakwerbung erhöht den Konsum konsumierter Zigaretten. Wir wissen, dass wir den Bürgern Rauchen, Kiffen, Spielen, Trinken und so weiter nicht verbieten können. Aber die Produkte mit Werbung zu fördern, muss aufhören. Und deswegen gibt es auch hier keinen Grund, wie im Ausschuss angesagt, hier auf weitere EU-Richtlinien und Regelungen zu warten. Und dann ist da leider dieses U-Boot im Gesetzentwurf, von dem ich gesprochen habe. Wissen Sie, wir Linke hätten diesem Paket präventiver Maßnahmen sehr gerne zugestimmt. Denn viele Regelungen, auch wenn sie noch nicht ausreichend sind, entsprechen sehr dem, was wir seit Langem fordern und wofür wir auch gekämpft haben. Aber nicht überall, wo Sie Prävention draufschreiben, ist letztendlich auch Prävention drin. Und damit komme ich zur E-Zigarette. Sie bekommen alle viel Post dazu. Mit dem faktischen Verbot von Aromastoffen versuchen Sie, die E-Zigarette ganz einfach deutlich unattraktiver zu machen, sie als Konkurrenz für die klassische Tabakzigarette deutlich zu schwächen. E-Zigaretten sollen, um es vereinfacht zu sagen, einfach nicht mehr schmecken. Und ob das Prävention ist, schauen wir uns einfach mal genauer an. Grundsätzlich übrigens begrüßt die Linksfraktion die mit der Novellierung der EU-Tabakproduktrichtlinie verabschiedeten Regelungen zur E-Zigarette. Fantasievolle, peinliche Irrwege wie die Einstufung der E-Zigarette als Arzneimittel dürften damit endgültig Geschichte sein. Wenn ich sage, genauer angucken, dann schauen wir einfach noch mal auf die Gründe für die Verwendung der E-Zigarette in Deutschland. Dazu finden wir Zahlen im Tabakatlas. Zu 35,4% um weniger zu rauchen. Zu 28% als Alternative zur Tabakzigarette. Zu 18% als Hilfsmittel, um langsam mit dem Rauchen aufzuhören. Zu 10% zur Benutzung in Nichtraucherbereichen. Zu 7,8% zum Schutz der Gesundheit von Menschen in der Umgebung, also zum Schutz vor Passivrauchen. Haben Sie sich mit den Motiven überhaupt jemals beschäftigt? Kennen Sie diese Zahlen? Ist an diesen Motiven irgendetwas auszusetzen? Sind das nicht überwiegend Motive, die wir unterstützen sollten und wollen? Nur noch mal, um frühzeitig einem Irrtum vorzubeugen, der Konsum von E-Zigaretten ist ein riskanter Konsum. Und wer gesund leben will, braucht weder Tabak noch E-Zigarette. Aber es gibt bei der E-Zigarette zumindest doch einen Unterschied zur klassischen Tabakzigarette. Das Inhalieren von Verbrennungsrückständen beim Tabak, zum Beispiel Thea, entfällt. Und damit ein wesentlicher Teil des Schadenspotenzials. Was ist also zu tun? Wir brauchen eine Balance von Maßnahmen. Das Erste ist, wir wollen nicht, dass Nichtraucher zur E-Zigarette greifen und in das Rauchen einsteigen.
Da wären wir aber zum Beispiel schon wieder beim kompletten Werbeverbot, denn Werbung soll natürlich zum Konsum animieren. Da sind wir bei Aufklärung, Beipackzetteln, Informationen, auch Warnhinweise und so weiter. Das alles würde die Linke mittragen. Aber was machen wir mit den vielen Rauchern, die es bereits gibt? Und davon haben wir eine ganze Menge im Land. Wie reden wir mit denen, die bisher nicht den Rauchkonsum einschränken oder sogar aufhören wollten damit? Soll ich die Motive zur E-Zigarette vielleicht noch mal aufzählen? Also weniger rauchen, kein Teer mehr inhalieren, langsame Entwöhnung vom Rauchen und so weiter. Meine Damen und Herren, es mag ja Menschen geben, die die alte Tabakzigarette bisher zu gefährlich war und die jetzt mit der etwas vielleicht weniger gefährlichen E-Zigarette, mit dem Rauchen, mit dem Dampfen dann beginnen. Ich hatte allerdings noch nicht das Glück, auch nur einen davon zu finden. Und wir bekommen alle viel Post dazu, sehr viel Post dazu. Und über manche Medien kann man auch mal nachfragen. Ich streite nicht ab, dass es die vielleicht gibt. Ich habe nur noch keinen gefunden. Vielleicht meldet sich hier im Haus jemand und sagt, ich habe keine Zigaretten geraucht, aber jetzt die E-Zigarette. Würde mich mal das Motiv dann interessieren. Und verwechseln Sie bitte bei dieser Diskussion nicht eins nicht, Menschen, die mal probiert haben, sind noch keine Raucheinsteiger. Einige Sachverständige haben ja im Gesundheitsausschuss sich dieses Mittels bedient und von Probierern gesprochen. Probierer sind noch keine Konsumeinsteiger. Ganz ehrlich, meine Damen und Herren, nehmen Sie einfach mal an, jemanden, den Sie sehr gerne haben, raucht 40 Zigaretten am Tag und seit Jahren schaffen Sie es nicht, ihm oder ihr das auszureden. Was ist denn mit der Idee, dieser Person zu sagen, versuch es doch alternativ mal mit der E-Zigarette? Da fallen zumindest einige schwerwiegende Schadstoffe weg und vielleicht kann so das Gesundheitsrisiko wenigstens minimiert werden. Natürlich bleibt ein Potenzial da, Krebs zu bekommen, andere Suchterkrankungen zu bekommen. Aber ist es nicht wenigstens ein Einstieg? Und wenn ein starker Raucher sich auf diese Idee einlässt, werden Sie sehr häufig beobachten, dass das Rauchen auch in der Quantität etwas nachlässt, weil es ganz einfach etwas umständlicher ist, auf die E-Zigarette umzusteigen, als sich mal schnell einen Glimmstängel anzustecken. Die E-Zigarette ist etwas weniger gefährlich, das Gesundheitsrisiko wird geringer und es schmeckt vielleicht auch noch etwas besser. Ich jedenfalls mache das so mit Menschen, die ich mag, habe ich ganz aktuell zum 30. Geburtstag übrigens getan. Und dass wir als Gesetzgeber so mit unseren Bürgern umgehen, sollte unser gemeinsames Anliegen sein. Die E-Zigarette unattraktiver machen, indem man faktisch die Aromastoffe verbietet, die E-Zigarette ganz einfach nicht mehr schmecken soll, wird sehr wahrscheinlich weniger Tabakkonsumenten auf die E-Zigarette umsteigen lassen. Und die daraus möglichen präventiven und schadensminimierenden Effekte werden ganz einfach verschenkt. Eine solche Regelung kann also nur die Tabakindustrie erfreuen und deren Konkurrenz wird so klein gehalten. Der präventive Charakter, meine Damen und Herren, dieses Gesetzes wird damit konterkariert und eine Zustimmung zum Gesetz ist damit durch diese Regelung für die Linke ausgeschlossen. Es ist traurig, dass Sie eine solche Wettbewerbsunterstützung für Tabakprodukte als U-Boot in das Gesetz verstecken und eigentlich ein Gesetz, das eigentlich zur Verbesserung der Produktsicherheit und der Prävention gedacht ist. Dankeschön. Frank Tempel war das für die Linksfraktion und dort drogenpolitischer Sprecher in dieser Debatte, in der es darum geht, die Warnhinweise auf Zigarettenschachteln und Tabakpackungen zu vergrößern, damit die Schockwirkung größer werde und dann doch möglichst wenig, vor allem Jugendliche, mit dem Rauchen anfangen. Jetzt spricht Rainer Spiering für die SPD-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Für E-Zigaretten. Herzlichen Glückwunsch zu dem Werbeblock Primetime. Wir reden hier heute über die Debatte zu den Tabakerzeugnisgesetzen. Der Minister hat etliches von dem, was technologisch abzuarbeiten ist, dargestellt. Ich möchte mich vorab bedanken bei all denen, die daran teilgenommen haben. Das waren ausgesprochen schwierige Diskussionen, das will ich gerne sagen. Und wenn ich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen will, und das werde ich in diesem Moment nicht tun, dann haben wir es mit einem Wirtschaftszweig zu tun, dessen Gebaren bei der Umsetzung seiner Mittel für mich fremd ist. Das will ich deutlich sagen. Es ist sehr schwierig gewesen, dort Einvernehmen zu erzeugen. Und Herr Tempel, Sie haben eben die E-Zigarette angesprochen. Nun sprechen Sie mit einem direkt Betroffenen. Ich bin Raucher. Ich werde mir mal Ihre Erwägungen durch den Kopf gehen lassen. Gleichwohl, ob Sie zünden, weiß ich nicht. Die ganze Frage ist eine Abwägung. Und zwar haben wir auf der einen Seite durch die Zigarette, das hat Herr Tempel mit Zahlen, die ich nicht so kenne, unterstrichen, gleichwohl, es ändert nicht viel. Die Zigarette ist ein gesundheitsschädliches Konsumgut.
Aber es ist die Abwägung zwischen dem freien Willen von Menschen, etwas zu konsumieren, was für sie nicht gut ist. Und in dieser Abwägung mussten wir dem Rechnung tragen. Was versucht jetzt also der Gesetzentwurf? Und er wird natürlich nicht perfekt sein, aber ich glaube, er ist gut. Und im Rahmen des Möglichen das Beste, was man zurzeit tun konnte. Und er ist gesetzeskonform mit der EU, was ich auch für sehr wichtig und sehr wertvoll halte. Wir sind uns damit mit den europäischen Partnern einig. Das Gesetz versucht, die Risiken, die Rauchen hat, so weit einzuschränken wie möglich unter Beibehaltung der Möglichkeiten des Konsums. Und das ist ein schwieriger Schritt und der ist, glaube ich, gelungen. Was mir bei der ganzen Frage der Auseinandersetzung mit der Zigarette aufgefallen ist, und das ist häufig dann auch eine Sache, wenn man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt, dass einem auch Widersprüche auffallen. Und der Widerspruch, den ich Ihnen jetzt nennen werde, der wird Sie vielleicht wundern. Je mehr ich mich mit den Folgen des Rauchens auseinandergesetzt habe und gleichzeitig im Ausschuss für Landwirtschaft bin, da haben sich für mich Widersprüche aufgetan, die mich wirklich erschrocken haben. Wir diskutieren über ein Konsumgut, von dem wir wissen, dass es schädlich ist. Und parallel dazu erleben wir eine Landwirtschaft, die schwer um ihre Existenz kämpft. Und ich bin vor 4 oder 5 Wochen in eine der großen Einzelhandelsketten gegangen und habe mir für das Abendessen das Notwendige geholt. Da waren Kartoffeln dabei. Und dann habe ich festgestellt, da wurde 1 Kilogramm Schnitzel angeboten für 4 €. Und parallel dazu wird die Schachtel Zigaretten für 6 € den Leuten aus den Händen gerissen. Und Kolleginnen und Kollegen, das geht nicht. Das passt nicht für unser Land. Das ist keine Anerkennung dessen, was dort in der Landwirtschaft gemacht wird. Und wir müssen dringend darüber nachdenken, ob diese Prozesse, die wir dort haben, ob die richtig sind. Und ob wir nicht dem, was durch menschliche Arbeit erzielt wird, mehr Rechnung tragen und damit den Bäuerinnen und Bäuern und auch der Anerkennung ihres Produkts viel mehr helfen müssen und uns viel intensiver damit beschäftigen müssen, was wir an Möglichkeiten, die uns krank machen, beseitigen können. Nikotin ist ein hochwirksames Nervengift, das wissen wir alle. Und wir müssen alles tun, damit wir dieses Nikotin und seine Folgen in den Griff bekommen. Ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt, dass der Gesetzentwurf dem Rechnung getragen hat. Der Minister hat die Umsetzungsfrist angesprochen. Wahrscheinlich am Ende des Tages die heikelste Diskussion. Und dann muss man auch dazu sagen, und das hat die Fragestellung bei den Experten auch gegeben, ja, die technische Möglichkeit, es umzusetzen, gibt es. Und da es sie gibt und ich große Hoffnung auf die Fähigkeit der deutschen Technologie habe, umsetzen zu können, gehen wir jetzt diesen Weg. Der ist aber auch dem geschuldet, weil die Tabakindustrie untereinander sich uneins war und uns die Möglichkeiten genommen haben, überhaupt gesetzgeberisch tätig zu werden. Das ist nämlich die Wahrheit dahinter. Die Umsetzungsfrist ist an der Tabakindustrie selbst gescheitert. Wenn wir uns jetzt mit der Zukunft auseinandersetzen, dann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, was wollen wir in Zukunft noch machen. Wir sind hier erst im ersten Gesetzentwurf. Es wird ein zweiter folgen, ein weiterer, der sich mit Werbung und mit den Zusatzstoffen beschäftigt. Wir werden bei den Zusatzstoffen die Zusatzstoffe sehr kritisch beobachten müssen, die dem Raucher etwas suggerieren, also überbringen, was das tatsächliche Produkt überhaupt nicht bringt. Das beste Beispiel ist Menthol. Beim Einziehen der Zigarette mit dem Zigarettendampf wird suggeriert, Menthol, wir kennen das als eigentlich gesundheitsfördernd, und wir nehmen etwas zu uns, von dem wir glauben, es ist gesundheitsfördernd, in Wahrheit ist es gesundheitsschädlich. Das hat aber der Helmut Schmidt nie geglaubt. Ja, Herr Kauder, das weiß ich, das wissen Sie, und Helmut Schmidt hat es bestimmt auch gewusst. Es hat ihn schlicht und ergreifend nicht interessiert. Und da kommen wir nämlich an die Stelle, wo natürlich auch der einzelne Mensch die Möglichkeit haben muss, selbst zu entscheiden. Aber, Herr Kauder, wir sollten als Gesetzesgeber dafür Sorge tragen, dass wir die Menschen davor schützen, etwas zu tun, was sie vielleicht selber gar nicht wollen. Danke für die Zustimmung. Also, wir werden die charakteristischen Aroma, die schädlich sind, vom Markt nehmen. Und wir werden uns mit den Zusatzstoffen Vitamine, Koffein und Taurin beschäftigen und die vermutlich auch aus dem Gesetz durch per Gesetzeskraft verbieten. Und das ist auch gut und richtig so. Wie sieht die Zukunft aus?
Wir werden uns mit dem Werbeverbot auseinandersetzen müssen. Die Anhörung hat sehr deutlich ergeben, dass der Konsum entsteht in jungen Jahren. Und wir werden alles daran setzen müssen, Kollege Tempel, um dieses Konsumverhalten von vornherein so zu steuern, dass junge Menschen nicht auf die Idee kommen, etwas zu konsumieren, das für ihren Lebensweg schädlich ist. Das ist die Aufgabe des Gesetzgebers. Und deswegen werden wir uns intensivst bemühen, ein durchgängiges Werbeverbot zu erzeugen, um junge Menschen davon abzuhalten, etwas zu tun, was nicht gut und richtig für sie ist. Man könnte natürlich auch der Zigarettenindustrie anbieten, eine Werbung anzubieten mit einem Plakat mit 65% Warnhinweisen. Ob Ihnen das dann gefällt, weiß ich nicht. Ich würde eher vermuten, nein. Aber das wird unsere große Aufgabe im nächsten Schritt sein, bei der Außenwerbung und überhaupt bei der Werbung ein großes Augenmerk darauf zu legen, etwas klarzustellen. Deutschland ist das einzige EU-Land, das noch Außenwerbung erlaubt. In Bulgarien ist es mittlerweile auch nicht mehr erlaubt. Und ich glaube, wir sollten uns da der Weisheit der europäischen Staaten anschließen und Außenwerbung auch in Deutschland untersagen. Herr Kauder, zu Ihrer Linken hat man auch geklatscht, vernünftigerweise. Das ist nett von Ihnen, Herr Kauder, da bin ich Ihnen dankbar für. Ich möchte beenden damit, dass ich mich beim Minister noch mal ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit bedanken muss. Ich glaube, wir haben im Rahmen des Möglichen das getan, was wir tun konnten, und eine ausgesprochen schwierige Gesetzgebung einvernehmlich hier heute verabschieden können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Der Kollege Frank Tempel hat jetzt da um das Wort gebeten zu einer Kurzintervention. Bitte schön, Herr Tempel. Zum Schluss noch mal kurz angesprochen, beim Thema Jugendschutz, Werbeverbote, werden Sie mich voll an Ihrer Seite haben. Das ist etwas, den Jugendlichen mehr suggerieren, dass etwas cool ist, ist durchaus ein sehr wirksames präventives Mittel. Aber zum Thema Werbeblock muss ich dann schon noch ein, zwei Worte sagen. Für schadensärmere Lebensweisen, für schadensminimierende Lebensweisen etwas zu sagen, ist noch lange keine Werbung. Und vielleicht wissen Sie auch, englische Gesundheitsbehörden setzen gerade gezielt darauf, starke Raucher zum Umstieg auf die E-Zigarette zu bewegen. Und auch da ist kein Lobbyismus für die E-Zigarette da, sondern es ist ganz einfach ein erwiesener Fakt durchaus, dass hier zumindest das Risiko, das auch bei der E-Zigarette da ist, nicht das gleiche ist und dass man durchaus viele Erkrankungen, Herzinfarkte, Sterberisiken durchaus minimieren kann, wenn man hier etwas macht. Und deswegen, auch wenn ich regelmäßig sage, Leute, geht Sport treiben, dann ist das nicht für eine Marktkette Werbung, sondern es ist einfach die Frage, auf andere Lebensweisen auch mal umzusteigen und zu überlegen, wenn ich schon nicht komplett gesund werden will, ob ich wenigstens in Teilen etwas ändern kann. Möchten Sie darauf antworten, Herr Spiering, oder? Sie müssen nicht, danke. Dann hat jetzt der Kollege Dr. Harald Terpe das Wort, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf ist wieder mal eine verpasste Chance, umfassenden Verbraucherschutz durchzusetzen. Also, Herr Spiering, es ist eben nicht das Beste, was man mit dem Gesetz machen konnte. Deutschland geht nach wie vor einen tabakpolitischen Sonderweg. Darauf haben auch Sie hingewiesen, und das eigentlich schon seit vielen Jahren. Deswegen ist für die europäischen Länder in der Richtlinie ist gar nicht so wichtig gewesen, etwas zum Verbot von Werbung zu sagen, weil in anderen Ländern ist das schon. Aber für uns ist das ein Problem. Statt die Prävention durch komplettes Werbeverbot beim Tabakrauchen zu stärken, sind Ihnen die wirtschaftspolitischen Interessen von Tabakindustrie und Werbeindustrie wichtiger als der Gesundheitsschutz der Verbraucherinnen und Verbraucher? Und ich frage mich tatsächlich, und die Zahlen sind ja genannt, wieso bei über 100.000 Toten pro Jahr und dazu kommen noch Millionen von Erkrankten infolge des Tabakrauchens,
sollte es doch nun wirklich Grund genug sein, auf jegliche Werbung zu verzichten. Und wie sieht denn der Alltag aus in Deutschland? Großflächenplakate sind angesprochen worden. Kinowerbung ist angesprochen worden. Und vor Hochschulen in Berlin werden Zigaretten kostenlos abgegeben und auch noch mit anderen kostenlosen Produkten wie Croissants verbunden, damit es die Jugend sozusagen triggert zu rauchen. Und wir waren bei der Frage, wie Werbung auf Jugendliche wirkt. Und jetzt können Sie sagen, wir haben doch im Jugendschutz bis 18 und so weiter die Werbung verboten. Aber das sind junge Menschen, die ins Kino gehen, junge Menschen, die an den Universitäten sind und junge Menschen, die Großflächenplakate wahrnehmen und deswegen dort eine Manipulierung haben hin zum Rauchen. Und ich denke, damit muss Schluss sein. Natürlich, ist nicht Quatsch. Seit 100 Jahren wissen die Psychologen, dass Werbung sozusagen eine Wirkung erzeugt im Gehirn und die freie Selbstbestimmung sozusagen untergräbt. Und das nicht bei den Älteren, die sind meistens dann so eingefangen in ihrem Korsett, aber bei den Jüngeren ist das Problem. Und dort setzt genau diese Werbung an und die gehört verboten. Während also beim Tabakrauchen wesentliche Präventionsschritte unterbleiben, werden bei der Regulation der E-Zigarette tatsächlich starke Geschütze aufgefahren. Und damit Sie mich jetzt nicht falsch verstehen, also es muss Verbraucherschutz und Sicherheit existieren bei den technischen Geräten. Es muss, wie die EU ja auch vorgibt, zum Beispiel der Nikotingehalt als Grenzwert reguliert werden, weil Nikotin ein starkes Gift ist und man die Überdosis Nikotin akut zum Tode bringen kann. Also kein Zweifel, dass das richtig ist. Und das hat ja auch die EU vorgegeben. Aber ich glaube auch, dass wir mit der Formulierung, dass in den Liquids nur Stoffe verwendet werden sollen, die mit Sicherheit nicht gesundheitsschädlich sind. Das ist ungefähr alles. Da bin ich Mediziner. Ja, die Dosis macht das Gift. Das ist eine Überregulierung, die zu Lasten auch der Verbraucher gehen kann, weil man damit mit diesem faktischen Verbot Verbraucher sozusagen in die Illegalität abdrängt. Und wir wissen, was das bedeutet, auch für einen wirksamen Verbraucherschutz. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen weiter ausführen, aber letztendlich ist da tatsächlich etwas, wo man noch mal ansetzen muss, zu überlegen, ob das wirklich die richtige Maßnahme gewesen ist oder ob man damit nicht auch wirksamen Verbraucherschutz, Prävention untergräbt oder konterkariert. Also mit diesem Gesetz, was Sie vorlegen, verpassen Sie die Chance einer größtmöglichen Prävention und konterkarieren diese auch. Deswegen können wir diesem Gesetz nicht zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion ist die Kollegin Cordula Kovac. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe vor ein paar Wochen hier gestanden, als ich zum Tierschutz geredet habe und habe mich darüber sehr gefreut, dass mein Fraktionsvorsitzender der einzige ist von den anderen Fraktionen, der hier ist, am Donnerstagmorgen, wenn es um wichtige Themen dieses Landes geht und um unseren Ausschuss. Danke, Fraktionsvorsitzender, dass Sie da sind. Genau. Aber kein Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt zum Thema. Die Menschen werden immer rauchen, hat unser verstorbener Altkanzler Helmut Schmidt gesagt. Und er wird damit Recht behalten. Auch nach Verabschiedung des Tabakerzeugnisgesetzes werden die Menschen weiter rauchen. Die Entscheidung, mit dem Rauchen anzufangen oder aufzuhören, ist jedem selbst überlassen. Und diese Entscheidungsfreiheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird auch von niemandem in Frage gestellt. Aber diese Entscheidungsfreiheit steht in Abwägung zu Gründen des Allgemeinwohls, im Besonderen zum gesundheitspolitischen Verbraucherschutz. Der Schutz der Volksgesundheit ist nicht nur ein wichtiges Gut, sondern Verfassungsauftrag. Es steht unumstritten fest, Rauchen gefährdet die Gesundheit. 120.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen des Rauchens. Und auch das Dampfen, das Rauchen von elektronischen Zigaretten und elektronischen Wasserpfeifen gefährdet die Gesundheit. Es mag sein, dass E-Zigaretten Hilfe beim Ausstieg aus dem Rauchen sein können, stimmt aber ebenso, dass diese Zigaretten
insbesondere wenn sie nach Schokolade oder anderen Aromen schmecken, den Einstieg ins Rauchen erleichtern. Durch elektronische Zigaretten wird suggeriert, dass es eine gesunde Variante des Rauchens gibt. Das ist schlichtweg nicht richtig. E-Zigaretten sind vielleicht weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten. Sie sind aber in keinem Fall gesund, Herr Kollege. Aus diesem Grund begrüße ich es außerordentlich, dass das Tabakerzeugnisgesetz erstmalig auch Regeln hinsichtlich von nikotinhaltigen E-Zigaretten und E-Wasserpfeifen erlässt. Hiermit wird eine Gesetzeslücke geschlossen. E-Zigaretten und Wasserpfeifen liegen bei jungen Menschen im Trend. 11,3% der 12- bis 17-Jährigen haben schon eine E-Zigarette oder E-Shisha probiert, ohne jemals eine Tabakzigarette geraucht zu haben. Wir haben daher im Januar ein Verbot der Abgabe und des Konsums von elektronischen Zigaretten und Wasserpfeifen an Kinder und Jugendliche im Bundestag beschlossen. Der Bundesgerichtshof hat am 8. Februar dieses Jahres E-Liquids, die auf Rohtabak basieren, als Tabakerzeugnis klassifiziert. Dadurch ist bis zur Verabschiedung unseres Gesetzes heute, des Tabakerzeugnisgesetzes, ein faktisches Verkaufsverbot von E-Zigaretten ausgesprochen worden. Der Branche entstehen dadurch Millionenverluste. Umso wichtiger ist es, dass wir dieses Gesetz nun zügig verabschieden, um Rechtssicherheit zu schaffen. Im April 2014 hat die EU die sogenannte Tabakproduktrichtlinie erlassen. Die Richtlinie schreibt eine Ausweitung von Text- und Bildwarnhinweisen vor, den Warnhinweisen mit den sogenannten Schockbildern. Darüber hinaus werden wir Regeln zu Zusatzstoffen erlassen. Charakteristische Aromastoffe wie Menthol, ebenso wie Tabak oder Nikotin in Filter, Papier oder Kapseln sind zukünftig verboten. Deutschland ist verpflichtet, diese Richtlinie bis zum 20. Mai in nationales Recht umzusetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, anders als bei anderen Richtlinien fallen Umsetzungsfrist und die Frist zur Produktionsumstellung zusammen. Auf Nachfrage der Bundesregierung stand bereits 2015 fest, dass es aus europäischer Sicht keinen Spielraum gibt, diesen Konstruktionsfehler der Richtlinie nachträglich zu beheben, weder für Deutschland, für Polen oder Rumänien und für andere Länder. Da die genauen Details zur technischen Umstellung in der Produktion durch die EU allerdings erst im November 2014 vorlagen und einige erst in der letzten Woche, stellt dieser Sachverhalt vor allem klein- und mittelständische Unternehmen vor Herausforderungen. Die Anhörung von Sachverständigen hat noch einmal deutlich gemacht, dass die notwendige Produktionsumstellung kostenintensiv ist und nun nicht unbedingt am Willen, sondern auch an den wenigen zur Verfügung stehenden Maschinen scheitern könnte. Trotzdem, eine Verlängerung der Frist würde mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringen. Eine Fristverlängerung würde einen EU-Vertragsbruch hinsichtlich der Umsetzung von Richtlinien bedeuten, mit der Gefahr, dass ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet würde. Außerdem würde dadurch das faktische Verkaufsverbot von E-Zigaretten ebenfalls verlängert und dringend benötigte Rechtssicherheit nicht geschaffen werden. Und nicht zu vergessen, und das haben wir heute Morgen ja schon auch deutlich gehört, auch aus Verbraucherschutzgründen erscheint eine Fristverlängerung nicht zielführend. Sollte die Tabakproduktrichtlinie nicht wie geplant zum Stichtag in Kraft treten, bleiben Produkte, die keine Schockbilder tragen, länger im Umlauf. Regeln zu Inhaltsstoffen ebenso wie zu den bislang unregulierten E-Zigaretten werden weiter aufgeschoben. Das ist nicht in unserem Sinne und ich denke auch nicht im Sinne von der Opposition. Meine Damen und Herren, es ist uns allen klar, dass das Gesetz im Spannungsfeld zwischen gesundheitlichem Verbraucherschutz und dem Erhalt von Arbeitsplätzen und Industriestandorten in Deutschland steht. Die Frage nach der Fristverlängerung ist zu einer Frage des Wettbewerbs geworden. Die Uneinigkeit der Tabakindustrie darf aber nicht dominierender Gegenstand einer verbraucherschutzrechtlichen Regelung werden. Zumal, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verhältnismäßigkeit der Einflussnahme durch die Tabakwirtschaft berechtigt in Frage gestellt werden kann. Mancher Auftritt, liebe Kolleginnen und Kollegen, war reif für die Heute-Show. Sie wissen, was ich meine. Vor diesem Hintergrund halten wir an der von der EU vorgegebenen Frist fest.
Diese schwierige Entscheidung ist letztendlich ein Abwägen mit Augenmaß zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Allgemeinwohl. Und vergessen Sie nicht, die Frist nicht zu verlängern, bietet auch für die Industrie Vorteile, nämlich dringend benötigte und umgehende Rechtssicherheit. Durch das Wiederaufgreifen der Exportklausel in § 42 sind wir außerdem der Wirtschaft entgegengekommen, indem wir die Ausfuhr von Produkten, die nicht den Vorgaben des Gesetzes entsprechen und die zur Lieferung ins Ausland bestimmt sind, trotzdem erlauben. Behauptungen, wonach wir durch das Gesetz die Wirtschaft einseitig zugunsten des Verbraucherschutzes unzumutbar belasten, sind somit nicht zutreffend. Ich bitte Sie daher abschließend um Zustimmung zu diesem Gesetz, damit wir den uns durch die EU gestellten Anforderungen nachkommen und unseren eigenen Ansprüchen an den gesundheitlichen Verbraucherschutz gerecht werden können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Nicole Maisch, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer die Backen aufbläst, muss hinterher auch pfeifen. Und das würde ich mir beim Thema Rauchen von der Großen Koalition wünschen. Es ist noch kein Dreivierteljahr her, da hat Minister Schmidt in der Bild-Zeitung großspurig angekündigt, dass er ein komplettes Werbeverbot für Zigaretten möchte. Er hat das begründet. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass eine allgegenwärtige Werbung in der Öffentlichkeit den Einstieg in das Rauchen aktiv fördert. Recht hat der Mann, und was hat er daraus gelernt? Nichts. Und wenn man es noch ein bisschen großspuriger hören will, dann kann man sich die alten Zitate der Drogenbeauftragten Mortler anhören. Die hat nämlich gesagt, wenn wir glaubhaft bleiben sollen, also wir, die Große Koalition, ist für mich ein Tabakwerbeverbot auf Plakaten überfällig. Und ein Jahr später hat sie dann noch einen draufgelegt, wir müssen alles dafür tun, um die tödlichen Auswirkungen des Tabakkonsums zu begrenzen. Die Tabakwerbung muss in Deutschland verboten werden. Alles tun muss verboten werden. Drunter macht es die CSU nicht. Und ein halbes Jahr später erinnert sich niemand von Ihnen mehr dran. Das, meine Damen und Herren, ist peinlich. Endlich sinnvolle Maßnahmen zur Prävention, zur Werbebeschränkung, als erwiesenermaßen wirksamer Schutz von Kindern und Jugendlichen. Das wären meine vernünftige drogenpolitische Forderungen von Ihnen gewesen. Ansonsten hört man ja von Ihnen eher die Verteidigung der Prohibition, zum Beispiel beim Cannabis. Aber hier war mal eine sinnvolle Maßnahme zur Prävention möglich gewesen. Leider haben Sie sich dann dagegen entschieden. Sie sind eingeknickt vor einer Lobby. Das ist peinlich. Wieder besseres Wissens. Lassen Sie die Tabakindustrie weiter ungehindert Kampagnen fahren, die ganz gezielt an Kinder und Jugendliche gerichtet sind. Nehmen wir doch die Maybe-Kampagne für die Zigarettenmarke Marlboro. Der schnucklige junge Typ in den zerrissenen Jeans mit seiner E-Gitarre und darunter Maybe never wrote a song. Maybe never feels free. Das sind doch nicht wir erwachsenen Frauen und Männer die Zielgruppe, sondern das ist ganz gezielt an die Jungs und Mädchen auf den Schulhöfen gerichtet. Wenn du cool sein willst, wenn du frei und schön sein willst, dann sind Nikotin und Teer die Stoffe, die du unbedingt brauchst. Und das wird weitergehen. Und das haben sie mit diesem schlechten Gesetz öffentlich sanktioniert. Sie sind damit europäisches Schlusslicht. Wir sind das allerletzte Land in der EU. Bulgarien wurde vorhin als, sage ich mal, ähnlich schlecht dargestellt. Selbst die sind mittlerweile weiter, wo man noch mehr oder weniger ungehindert für Zigaretten werben darf. Ich finde das einfach peinlich, dass wir bei diesem wichtigen Thema europäisches Schlusslicht immer noch sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Lobby hat Ihnen die Luft abgelassen. Das ist ein schlechtes Gesetz. Sie sind deutlich unter den Möglichkeiten der Richtlinie geblieben. Deshalb kann man das nur ablehnen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Ursula Schulte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren auf der Tribüne, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben vor knapp einem Monat den Kinder- und Jugendschutz gestärkt. Wir haben nämlich beschlossen, dass Tabakwaren und elektronische Zigaretten nicht mehr an Kinder und Jugendliche abgegeben werden dürfen. Wir haben sichergestellt, dass elektronische Zigaretten und E-Shishas auch über den Versandhandel nur an Erwachsene abgegeben dürfen. Und ich sage ganz selbstbewusst, das haben wir gut gemacht. Denn Tabakprodukte, ob konventionell oder elektronisch, haben in Kinderhänden nichts zu suchen.
Ich bin froh, dass wir heute im Rahmen der Tabakproduktrichtlinie noch einmal über die E-Zigarette miteinander diskutieren. Der Verband des E-Zigarettenhandels hat bezogen auf diesen Umsetzungsprozess selber noch einmal herausgestellt, und ich zitiere, die aus der Tabakproduktrichtlinie abgeleiteten Regelungen des Gesetzentwurfs hinsichtlich E-Zigaretten sind umfassend und regeln alle wesentlichen Aspekte des Produktes, und der Verband führt weiter aus. Damit erhält die derzeit unregulierte E-Zigarette einen strikten regulatorischen Rahmen. Ich hätte diese Feststellung nicht besser formulieren können. Mit der Tabakproduktrichtlinie gestalten, geben wir exakt einen regulatorischen Rahmen, der aber nicht verbietet, und das ist eben meine Meinung, Konsum weiterhin ermöglicht und den Menschen ihre persönliche Verantwortung lässt. Jeder Erwachsene kann nach wie vor selber entscheiden, ob er raucht und wie viel er raucht. In der öffentlichen Anhörung vom 17. Februar 2016 haben wir von den Fachexperten gehört, dass gerade die bunten E-Zigaretten und die vielfältigen Aromen für Kinder und Jugendliche besonders verführerisch sind. Sie werden durch die süßen Aromen angefixt und zum Probieren verleitet. Das ist auch genau das Interesse der Industrie. Das kann aber doch nicht unser Interesse sein. Das müssen wir doch verhindern. Die Vermarktung der E-Zigarette als trendiges Lifestyle-Produkt kommt gerade Kindern und Jugendlichen entgegen. Die Werbung ist oft emotional, appelliert an das Gemeinschaftsgefühl und unterstützt die Risikobereitschaft dieser Zielgruppe. Deshalb müssen wir ganz genau hinschauen, wo und wann wir Werbung für E-Zigaretten und E-Shishas überhaupt noch zulassen. Wir müssen auch hinterfragen, ob es im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes gerechtfertigt ist, Werbung im Kino nach einer bestimmten Uhrzeit zu erlauben und Außenwerbung vor allem auch bei großen Ereignissen zu gestatten. Und Herr Minister, da können wir auch ruhig mal ein bisschen forscher nach vorne gehen. Im Übrigen wäre ich für ein komplettes Werbeverbot. Das ist aber meine persönliche Meinung. Wir haben zu überlegen, ob es gerechtfertigt ist, dass in Supermärkten und an Tankstellen E-Produkte teilweise im Bereich von Süßigkeiten platziert werden. Das suggeriert doch Harmlosigkeit, unterstützt den Konsumwunsch und verführt zum Kauf. Das können und dürfen wir nicht länger zulassen. Im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes kann ich die Forderung des Deutschen Krebsforschungszentrums für ein umfassendes Werbe-, Marketing- und Sponsoringverbot nicht nur für Tabakprodukte, sondern auch für E-Zigaretten und E-Shishas nur unterstützen, gerade weil Werbung zum Rauchen animiert und weil es oft nicht wahrnehmbar ist, ob für ein nikotinhaltiges oder ein nikotinfreies Produkt geworben wird, ist dies meiner Meinung nach zwingend erforderlich. Ich billige allen Erwachsenen zu, Herr Tempel, sich auch für das Dampfen zu entscheiden. Bei Kindern und Jugendlichen sehe ich das allerdings vollkommen anders. Sie müssen geschützt werden, weil auch das Dampfen bei ihnen gesundheitsgefährdend wirken kann und weil sie die langfristigen Folgen des Raucheinstiegs und des Rauchens eben nicht abschätzen können. Prima. E-Zigaretten, meine Damen und Herren, mögen für Erwachsene weniger schädlich sein als Tabakzigaretten. Harmlos sind sie allerdings nicht. Ich möchte noch einmal kurz auf einen Aspekt eingehen, der mir in den letzten Wochen immer öfter begegnet ist. In der Richtlinie sprechen wir von Inhaltsstoffen von hoher Reinheit. Diese Formulierung erhält vor dem Hintergrund, dass viele Dampfer ihre Kartuschen selbst befüllen, eine vollkommen neue Bedeutung. Dies, so das Bundesinstitut für Risikobewertung, führt zu unbegrenzten Möglichkeiten. Wir müssen uns deshalb die Frage stellen, was ein Dampfer im konkreten Fall tatsächlich inhaliert und wie gesundheitsschädlich diese Mischungen eigentlich sind. Deswegen ist die Erweiterung der verbotenen Zusatzstoffe für mich mehr als folgerichtig. Wir können und wollen nicht alles regeln. Das ist auch nicht mein Ansatz. Wir müssen aber gerade in Bezug auf den Kinder- und Jugendschutz präventiv handeln. Und zu den verhaltenspräventiven Maßnahmen gehören für uns die Frage der Verfügbarkeit der Produkte, die Frage der Werbung, die Frage des Nichtraucherschutzes und gehört auch die Frage nach einer entsprechenden Preis- bzw. Steuerpolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Deutschland, wenn wir jetzt die Tabakproduktrichtlinie verabschiedet haben und die nachfolgenden Gesetze, einen umfassenden Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Gefahren des Rauchens in allen Facetten. Jetzt ist es an der Zeit, sich vielleicht danach ein wenig mehr der letzten verbliebenen, legalen und gesellschaftlich am meisten akzeptierten Droge zu widmen, und ich meine damit den Alkohol. Ich mache mir vor allem Sorgen um die Kinder, die in einem Elternhaus aufwachsen, wo die Eltern Alkoholiker sind. Diese Kinder erleiden bedingt durch die häusliche Situation häufig
unbeachtet von der Gesellschaft körperliche und seelische Schäden, um die wir uns dringend zu kümmern haben. Und das ist, weiß ich sehr genau, weil ich das in meiner Tätigkeit als Kommunalpolitikerin erfahren habe. Das ist natürlich eine wunderbare Aufgabe für unsere Drogenbeauftragte, Frau Mortler. Aber ich hoffe, dass wir uns hier in diesem Hause alle einig sind, dass in diesem Bereich noch einiges zu tun ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und nächste Rednerin ist Marlene Mortler, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in unserem Land und weltweit. Und es gibt noch schlimmere Zahlen. Nicht 110.000, die aktuellen Zahlen aus dem Tabakatlas frisch erschienen, sagen, jedes Jahr sterben über 121.000 Menschen in unserem Land an den Folgen des Rauchens. 3.000 Menschen sterben an den Folgen des Nichtrauchens. Und die Statistik sagt außerdem, Menschen, die regelmäßig rauchen, leben im Schnitt 10 Jahre kürzer. Zählt man die direkten und die indirekten Kosten des Rauchens für unsere Volkswirtschaft zusammen, kommt man auf 80 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, diese für mich verrückte Zahl zeigt, gesundheitlicher Verbraucherschutz, also die negativen Folgen des Rauchens, wurden über Jahre, ja über Jahrzehnte in unserem Land ignoriert, verharmlost, ausgeblendet, auch von mir. Auch ich war mal Raucherin. Und 2006 hier im Bundestag habe ich für mich beschlossen, Marlene, du belügst dich doch nur. Rauchen ist doch Betrug am Gehirn. Du redest dir ein, das Rauchen baut Stress ab. Dir geht's besser. Das Gegenteil war der Fall. Und heute, 2015, ich bin immer noch Nichtraucherin, kann ich sagen, mir geht es seitdem wesentlich besser. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Thema Lobbyismus ist auch und mehrfach heute angesprochen worden. Ich meine, Lobbyismus gehört zu unserer Demokratie. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Wäre es allerdings alleine nach der Tabaklobby gegangen, wären wir heute keinen Schritt weiter. Und dieser Einsatz ging bis zum letzten möglichen Tag, bis zur letzten möglichen Stunde. Darum sage ich an der Stelle ein riesiges Dankeschön allen, die stehen geblieben sind. Ich danke erstens Europa, dass diese Tabakprodukte-Richtlinie auf den Weg gebracht hat. Ich danke aber vor allem unserem Bundeslandwirtschaftsminister, den ich als Drogenbeauftragte der Bundesregierung immer wieder bestärkt habe und gesagt habe, Christian, lieber Minister, halt Linie. Und deshalb, wen wundert es, begrüße ich als Drogenbeauftragte der Bundesregierung diesen Gesetzentwurf außerordentlich. Denn herausgekommen, auch das möchte ich gerne noch mal festhalten, ist ein Gesetz, das 1:1 umgesetzt worden ist. Auch hier haben wir massiv debattiert, gestritten, diskutiert. Aber es ist auch ein Gesetz herausgekommen, das nicht nur die Interessen der Wirtschaft wahrt, sondern vor allem den gesundheitlichen Verbraucherschutz stärkt. Und die vorgeschriebenen Bildwarnhinweise werden aus meiner Sicht ihre Wirkung nicht verfehlen. Warum? Weil wir seriöse Studien haben, unter anderem aus Australien, die belegen, dass diese Bilder gerade junge Menschen vom Rauchen abhalten, nach dem Motto, Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Das heißt, dass gerade Kinder und Jugendliche sehr wohl auf Werbung, auf Bilder, auf Produktgestaltung reagieren. Und
Diese Bildwarnhinweise helfen selbstverständlich auch denjenigen, die sich zum Rauchstopp entschieden haben, nicht wieder anzufangen. Meine Damen, meine Herren, jede Packung darf in Zukunft, auch das ist ein wichtiger Erfolg, nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn sie ein individuelles Erkennungsmerkmal trägt, wenn sie außerdem ein fälschungssicheres Sicherheitsmerkmal aufweist. Das heißt, die Rückverfolgbarkeit und die Echtheit von Tabakerzeugnissen werden dadurch in Zukunft gewährleistet. Tabakprodukte dürfen also keine Zusatzstoffe beigemischt werden, bei denen klar und wissenschaftlich gesichert ist, dass sie die Gefahren des Rauchens noch einmal steigern würden. Ich komme auf die Ansage von Kollegin Maisch. Liebe Kollegin, Sie sind doch so oft es geht im Ausschuss drum, habe ich jetzt nicht verstanden, warum Ihnen entgangen ist, dass unser Minister sehr wohl das Tabakwerbeverbot auf den Weg gebracht hat. Nur, es liegt zur Notifizierung in Brüssel. Diese Zeit müssen wir dem Minister und diesem Gesetz zugestehen. Und damit es klar ist, in Ihrer Regierungsverantwortung hatten Sie jederzeit die Möglichkeit, das Tabakwerbeverbot einzuleiten. Und Minister Schmidt wird der erste Minister und Gott sei Dank der erste Minister sein, der das dann am Ende auch auf den Weg gebracht hat und mit unserer Zustimmung umgesetzt hat. Meine Damen, meine Herren, ich komme zum Schluss. Dieses Gesetz wird nicht unser Problem mit dem Rauchen und seinen Folgen gänzlich lösen, aber es wird das Leben einer Vielzahl junger Menschen länger und besser machen. Deswegen ist es ein gutes Gesetz. Und als Drogenbeauftragte der Bundesregierung kündige ich hier an, dass ich im nächsten Monat, im Monat März, eine Kampagne starten werde, kein Verbot, sondern eine Kampagne, die sich richtet an Menschen, die immer noch nicht wissen, dass Rauchen in Anwesenheit von Kindern im Auto schädlich ist. Und auch dafür möchte ich Sie sensibilisieren. Ich freue mich, wenn Sie nun alle unserem Gesetz zustimmen. Herzlichen Dank. Marlene Mortler war das, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die, wenn ich es richtig verstanden habe, auch das Rauchen drangegeben hat vor einiger Zeit. Und wie sagt sie so schön, sie vermisst nichts. Das kann man nur bestätigen, wenn man in einer ähnlichen Situation schon mal gewesen ist. Nächster Redner in dieser Diskussion über die Umsetzung einer EU-Richtlinie zu Tabakerzeugnissen ist Markus Held für die SPD. Tabakwaren auch auf die E-Zigarette und die E-Shishas auszudehnen, insbesondere wenn es um Versandhandel geht. Das ist faktisch die 1:1 Umsetzung der Richtlinie und das ist auch gut so. Jugendschutz, meine Damen und Herren, ist für uns alle ein wichtiges, ein hohes Gut, auch im Übrigen für die Dampfer und für die Raucher ebenso. Dies gilt wie für alle anderen Genussmittel. Zum Beispiel auch für Alkohol, wo uns leider das Thema Komasaufen bei Jugendlichen viel, viel zu oft Kopfzerbrechen bereitet. Wenn wir heute aber auch die Paragraphen 13 und 14 des Gesetzes beschließen, dann entscheiden wir über künftige Inhaltsstoffe sowie über die Beschaffenheit von E-Zigaretten und von Nachfüllbehältern. Denn wir ermächtigen das Landwirtschaftsministerium und das BMWI, entsprechende Rechtsverordnungen zu erlassen. Diese Rechtsverordnungen sollen bei E-Zigaretten das Ziel haben, dass Inhaltsstoffe eine hohe Reinheit haben und damit kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen. Auch das, meine Damen und Herren, ist ganz klar im Interesse der Konsumenten, nämlich der Dampfer und auch der Betreiber von Dampfershops. Was wir aber unbedingt bei künftigen Regelungen, die in den nächsten Wochen und Monaten noch intensiv diskutiert werden müssen, zu beachten haben, die E-Zigarette muss neben den herkömmlichen Zigaretten eine reale Chance haben. Und genau das werden wir gemeinsam auch im Auge behalten. Denn die E-Zigarette ist zwar ein Genussmittel, aber es bietet den Rauchern häufig eine legale Chance, die Nikotininhalation ohne Schadstoffe durchzuführen. Denn beim Rauchen beruht die Schädlichkeit eben auf der Inhalation des Rauchens.
Kohlenstoffdioxid, Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide, Benzol, Formaldehyd, Blausäure, meine Damen und Herren, all diese Stoffe fallen im Vergleich beim Dampfen weg. Und auch das Nikotin wird in deutlich geringeren Maßen konsumiert. Bei E-Zigaretten geht man von 3,5 Nanogramm aus pro Einheit, bei einer regulären Zigarette von 20 Nanogramm. Auch das ist mittlerweile untersucht. Wir, meine Damen und Herren, sind als SPD für den Jugendschutz. Wir sind aber auch für die kleinen Leute. Und gerade in den niedrigsten sozialen Schichten ist die Raucherquote in unserer Gesellschaft leider auch am höchsten. Deshalb ist es wichtig, dass zur Attraktivierung des Umstiegs auch entsprechend ein finanzieller Vorteil gegeben ist. Und das ist gegenwärtig der Fall. Ich hatte in den letzten Monaten, meine Damen und Herren, unzählige Bürgerinnen und Bürger in meinen Sprechstunden. Menschen, die Jahre, die Jahrzehnte lang geraucht haben und jetzt aufs Dampfen umgestiegen sind, sie erzählen mir von ihren Erfahrungen. Ein Koch berichtet mir, dass er plötzlich wieder Geschmack hat und Gewürze wahrnimmt. Ein Rettungssanitäter berichtet mir, dass er plötzlich bei seiner anstrengenden Arbeit wieder Luft bekommt und viele positive Einheiten mehr und Beschreibungen, die ich in den letzten Wochen und Monaten zu hören bekommen habe. Geben wir diesen Menschen, meine Damen und Herren, gemeinsam eine Chance, nicht mehr der Gefahr ausgesetzt zu sein, irgendwann am Tabakrauch zu sterben. Geben wir diesen Menschen das Werkzeug an die Hand, erstmals in der Geschichte der Tabakprävention schmerzfrei aus dem Tabakkonsum auszusteigen, gerne auch mit Fruchtaromen als Geschmackszugabe, deren Schädlichkeit zwar behauptet wird, aber bisher immer noch nicht nachgewiesen ist. Wir werden uns in der weiteren Diskussion dafür einsetzen, dass das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird, sondern nur und erst dann schärfere Regelungen beschlossen werden, wenn es tatsächlich klare Hinweise darauf gibt, dass das Dampfen oder die Zugabe von bestimmten Liquids auch tatsächlich schädlich ist. Herzlichen Dank. Und das war Markus Held und damit der vorletzte Redner in dieser Debatte, die, in der es dann gleich auch noch eine Abstimmung geben wird, wo es darum geht, dass doch deutlicher als bisher gewarnt werden soll vor den Risiken von Tabakerzeugnissen. Letzte Rednerin, Carola Stauche für die Unionsfraktion. Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland gibt es Millionen Raucherinnen und Raucher. Auch ich gebe zu, ich gehöre zu ihnen. Ich genieße es, zu rauchen und auch immer wieder festzustellen, dass man in Raucherecken sehr gute Kommunikation betreiben kann, mit anderen Menschen ins Gespräch kommt. Gleichzeitig möchte ich aber klarstellen, ich weiß, welche Gesundheitsgefahren vom Rauchen ausgehen. Besonders für Kinder und Jugendliche. Und ich will hier nicht den Rauchen das Wort reden. Aber wir sollten anerkennen, dass Rauchen zu den Genussmitteln gehört, die in Deutschland geschätzt, genutzt und erlaubt sind. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass viele der heutigen Konflikte zum Rauchen nicht neu sind, sondern immer wieder auftreten. Wie allgemein bekannt ist, stammt die Tabakpflanze aus dem amerikanischen Kontinent. Vielleicht hätten wir nicht entdecken sollen. Aber schon lange vor der Ankunft der Europäer, am Ende des 18. Jahrhunderts, wurde Tabak auf verschiedenen Wegen konsumiert und nach 1492 verbreitete sich das Rauchen schnell im Rest der Welt. Es gab immer wieder Versuche, den als schädlich empfundenen oder wirklich ist Tabakgenuss zu unterbinden. Massive Tabaksteuererhöhungen, Verbot des Rauchens mit Androhung von drastischen Strafen, Warnung vor Verwahrlosung, auch mit religiösen Begründungen, gab es. Doch alle Versuche, das Rauchen zu verbieten, scheiterten bis jetzt. Es existiert ein berühmtes Zitat von Goethe zum Thema Rauchen, der sagte: Rauchen macht dumm, es macht unfähig zum Denken und Dichten. Es ist auch nur für Müßiggänger, für Menschen, die Langeweile haben. Können Sie dieselbe Rede zu Cannabis nochmal halten? Ja, er war ein erklärter Gegner des Rauchens.
Niemand durfte in seiner Nähe dieser Leidenschaft nachgehen. Bis auf eine Ausnahme. Sein guter Freund Schiller gestattete er das Rauchen in seiner Umgebung, wenn er ihn auch für den Tabakgenuss kritisierte. Und Schiller war, wie wir alle wissen, ein ebenso bedeutender Künstler wie Goethe und keinesfalls war er unfähig zum Denken oder zum Dichten oder ein gelangweilter Müßiggänger, sondern gilt bis heute zu Recht zu einem der größten Dichter Deutschlands. Was lernen wir daraus? Seit der Einführung des Tabakrauchens gibt es eine Debatte für das Für und Wider. Es gibt Versuche, das Rauchen einzuschränken, stärker zu besteuern oder ganz zu verbieten. Und auch abseits von staatlichen Regulierungen stritten und streiten Befürworter und Gegner des Rauchens bis heute. Mir ist natürlich bewusst, dass zwischen Tabakkonsum damals und heute Unterschiede bestehen, auch gerade in puncto Herstellungsverfahren und Verfügbarkeit. Der wesentliche Konflikt sind doch die gleichen. Es ist ein Problem, das sich wohl auf Dauer nicht lösen lässt und auch nicht mit den heute zu behandelnden Gesetzen und den zukünftigen Gesetzen. Die Aufgabe des Staates muss es aber sein, Gesundheit und Aufklärung zu fördern, ohne unnötig die Freiheitsrechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern und auch in der Wirtschaft einzugreifen. Gerade der Jugendschutz ist uns sehr wichtig und deshalb haben wir bereits in den zurückliegenden Sitzungswochen E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche verboten. Aber wir müssen auch deutlich sagen, wenn sich Erwachsene aus freien Stücken für das Rauchen entscheiden, sind wir es dann, die sie daran hindern wollen. Wir können und dürfen den Bürger und den Bürgerinnen nicht alles vorschreiben. Aufklärung ist wichtig, Jugendschutz ist wichtig. Aber der mündige Verbraucher ist uns ebenso wichtig. Deshalb freue ich mich, dass wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine sinnvolle Umsetzung des EU-Tabakrichtlinien erreicht haben. Es war ein längeres und hartes Ringen, um das umzusetzen, was die EU vorgeschrieben hat. Allerdings muss ich Kritik an der EU üben. Bestimmte konkrete Informationen zur Umsetzung wurden uns erst sehr spät bekannt gegeben. So konnten wir das Gesetz nicht früher und endgültig behandeln. In der Konsequenz bleibt den Tabakherstellern eine nur sehr kurze Frist zur Umsetzung der neuen Regeln. Und das ist ein Punkt, wo von Seiten der EU gewisse Härten gerade für die mittelständischen Zigarettenhersteller ohne Not hätten vermieden werden können. Doch insgesamt können wir festhalten, nach langen Arbeiten an diesem Thema sind wir nun zu einer Umsetzung gelangt und das ist gut und wichtig. Wir haben es 1:1 umgesetzt, was uns die EU-Richtlinien vorgeben. Ich danke ausdrücklich am Bundesminister Christian Schmidt, ist er noch da, und sein Haus für den Entwurf, den wir heute beschließen werden. Ich denke, wir haben uns einen tragfähigen Kompromiss gefunden zwischen Jugendschutz und Gesundheitsschutz einerseits und der Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich danke Ihnen recht herzlich und ich bitte, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Danke. Vielen Dank. Carola Stauche war die letzte Rednerin in dieser Aussprache, in dieser Debatte über die Umsetzung einer EU-Richtlinie zu Tabakerzeugnissen. Das Ergebnis soll ja sein, dass 2/3 der Vorder- und Rückseite einer Zigaretten- oder Drehtabakpackung mit Warnbildern und zusätzlichen Hinweisen bedruckt sein soll. Aromen müssen verschwinden, die den Tabakgeschmack überdecken. Nur für Mentholzigaretten soll es eine Übergangsfrist geben. Das Ganze wird jetzt hier aufgerufen zur Abstimmung von Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt. Da können wir mal einen kleinen Moment reinhören. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit den Stimmen der Koalitionsfraktion bei Enthaltung der Fraktion Die Linke angenommen. Herr Koschek hat dagegen gestimmt. Und mit Nein haben gestimmt Fraktion Bündnis 90 Die Grüne und Herr Koschek.
Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist mit dem gleichen Stimmenverhältnis angenommen.